Und willkommen zu meinem neuen Video. Ja, für alle Asperger-Zuschauer, ich habe mir die Haare geschnitten und die sind jetzt etwas kürzer, aber ich bin immer noch ich. Also, ja. Ja, gut. Ich wollte euch was erzählen. Ich war heute mit meinen Eltern unterwegs. Also heute ist der 9.9. und mein Papa hat heute Geburtstag, wie ja viele wissen, die meinen Kanal von Anfang an beobachten. Und am 9.9. habe ich auch mein allererstes Video hochgeladen überhaupt. Deswegen jährt sich mein erstes Video tatsächlich auch schon. Hui. Oh, und mir ist aufgefallen, dass ich vergessen habe, meinen Kanal abzudaten mit dem Alter. Das muss ich dann mal die Tage machen. Hasenhaarflusel. Ja, auf jeden Fall. Wollte ich euch ein bisschen einfach erzählen, wie das so war und ja. Gut, also mein Papa und meine Mom sind halt lange unterwegs gewesen, haben viel gemacht und so. Und dann so um 15 Uhr rum bin ich dann aufgewacht und dann hat eigentlich auch schon praktisch kurze Zeit danach das Telefon geklingelt, weil meine Mutter und ich verabredet hatten, wir reden so 15:30 Uhr, ob wir jetzt noch was unternehmen oder ob nicht und ja. Und dann hat es halt geklingelt und dann hat meine Mutter gesagt, ja, also es sieht so und so aus und ob ich jetzt noch gehen möchte. Da habe ich zu meiner Mom gesagt, ich bin gerade erst 3 Sekunden wach, können wir das vielleicht nachher nochmal bereden. Da haben wir nochmal so um 16 Uhr uns zusammen telefoniert und da hat sie dann gesagt, ja, also wenn, dann würdest du dann so 17:30 Uhr würden wir losgehen, ob oder ob jetzt nicht, habe ich gesagt, also lieber ja, weil ich bin ja eh schon wach und wäre jetzt doof, wenn ich jetzt sozusagen wach bin und dann nichts mache. Dann habe ich mich aber noch ehrlich gesagt ein bisschen im Bett umgedreht, habe ein bisschen Musik gehört. Ihr wisst schon, die Stars, Ananas. und habe ehrlich gesagt auch noch ein bisschen die Wärme unter der Decke, die war so schön kuschelig, weich und warm genossen. Ja, dann war es so, dass wir, wir haben uns dann auf 17:30 Uhr verabredet. Und dann um 17.04 Uhr, ich möchte betonen, 17.04 Uhr, kommt der Anruf, ja, dein Vater steht schon vorm Auto, ob ich jetzt nicht, also ich müsste mich jetzt beeilen. Und dann bin ich los, also aufgestanden und, Hasenhaarmund. Ja, und dann bin ich aufgestanden so und habe also mehr aus dem Bett rausgeflogen. Ich habe nicht mal mehr Zeit gehabt, mein Geschenk für Papa mitzunehmen. Da sah meine Mom, wie sie vom Hasen angefallen wird, wie... Oh, ich wollte gerade ganz bösen Witz machen. Den lassen wir lieber. Wie von einem wilden Tier, sagen wir so, okay. Wir lassen die bösen Witze lieber. Angefallen ist nicht der richtige Ort, wir wollten nicht vertreten. Ach so, weil er ist ja gerade auf dich zugestürmt, drum dachte ich. Ja, der Kopf war Richtung Tür. Ah, okay. Ja, auf jeden Fall war es dann so, dass, jetzt weiß ich nicht, wo wir waren. Also dann bin ich auf jeden Fall aufgestanden, habe mir Zähne geputzt, habe schnell mich angezogen, habe eine Hose angezogen, die im Schritt praktisch nur noch so zusammengehalten wird, weil da ist überall sind kleine Löcher schon, weil die ist uralt. Ja, und dann bin ich nach unten zum Auto. Dann sind wir losgefahren und ja, also wir haben nichts Großes geplant gehabt, aber für uns ist das halt schon wirklich so, wir haben einen riesen Ausflug, also man muss immer alles in Relation sehen, weil meine Eltern haben es dann nicht so unbedingt einfach mit mir, weil wenn die immer zu viel machen, dann büßen sie es danach im Sinne von 3 Tage bis eine Woche Pflege und ja, darum haben wir uns alle schon lange daran gewöhnt, dass wir nicht unbedingt gleich so, wir gehen jetzt in 1000 Sachen und machen Städtetrip, sondern für uns ist dann so 2 Stationen und das ist dann schon Geburtstagsfeier. Ja, auf jeden Fall sind wir dann in der Stadt gewesen und ich habe meiner Mutter so total den tollen Schleichweg zeigen wollen. Den total mega guten Schleichweg, den ich mit dem Auto wohl gemerkt. Und dann, ja. Der ging nicht. Also der war total, unsere Innenstadt ist gerade total abzugerammelt. Also da geht es alles rammeln. Baustellen. Überall Baustellen. Aber es sieht echt schön aus schon. Also das muss man sagen. Ne?
gepflegt und so. Mhm. Ja, und dann sind wir auf jeden Fall durchs Obertor, so heißt das Teil. Und dann war da so ein Parkplatz. Und da war da eine, die wollte in den Parkplatz rein. Und da hat meine Mutter so richtig so, wie in den Filmen, die schwarzen Frauen, so, das ist meiner. Dann ist sie da eiskalt reingebraust. Und die Frau ist mit einem Gesicht wie wir hätten ihr Erstgeborenen gefressen. Dann angefressen, wieder weggefahren. Ja, und dann sind wir losgegangen. Und dann ist meine Mutter bei so einem süßen Antiquitätenladen gewesen. Wie heißt denn der? Damit man, falls da jemand Interesse dran hat. Das ist der Trödel vom Humpis-Quartier. Das ist der Trödel vom Humpis-Quartier. Da gibt es ganz viele coole Sachen. Also mein Papa und ich, wir haben vor dem Laden so einen Tragekorb gesehen, wo wir wirklich beide 5 Minuten diskutiert haben, sollen wir jetzt Mama in den Laden reinschreien, dass wir den Tragekorb haben wollten. Aber uns dann entschieden, den müssten wir ja dann tragen. Aber im Nachgang hätte es doch Sinn gemacht, aber gut. Ja, das haben wir auch nicht gewusst, dass wir den so schick finden. Ja, dann sind wir auf jeden Fall weiter zum Gänsbühl, wo mein Vater und ich noch vor der Tür, als meine Mutter noch im Antiquitätenladen, echt ganz lange diskutiert haben, weil am Gänsbühl an der Seite, das hast du vielleicht gar nicht gesehen, steht der ein Text. Mhm. Und da steht Gänsbühl Center, also GC. Oder GCO oder wie auch immer. GC ist es wirklich. Und dann habe ich zum Papa gesagt, ich glaube, kein Schwanz sagt zu dem Teil GC. Ich glaube, auch keiner sagt dazu Gänsbühl Center. Sondern wenn, dann sagt man halt, wir gehen ins Gänsbühl. Also das ist total ein Schwachsinn. Aber mein Papa hat so gesagt, ja, die Schrift ist auch hässlich. Und mein Zweitvater, der sagt immer, ja, und die Architektur ist auch nicht schön. Und dann sind wir da auf jeden Fall reingegangen und dann wollte ich eine Aktions-Nutella kaufen. Weil es gibt gerade so eine Nutella-Aktion. Oh ja, da ist ja gerade wieder die Aktion von Krumbach. Das darf man nicht vergessen. Da kann man nämlich schon einschicken, die erste Rechnung. Mhm. Hey, du, ich will ja, aber ich will den Quark haben. Entschuldigt, manchmal habe ich noch dieses Kinderding, dass ich nicht den Namen von dem Tier sage, sondern das Geräusch, das es macht. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren gab es eine Kuh und da habe ich immer zu Mama gesagt, ich will die Mu haben. Und dann in dem Jahr darauf gab es eine Ente und da habe ich immer gesagt, ich will die Quark haben. Ja, ist bei mir noch, ist manchmal so. Und dann, da gab es auch noch ein Jahr, da gab es ein Schaf und da habe ich zu Mama gesagt, ich will das Mäh haben. Ja, das ist immer so ein Ding. Ich mag diese Aktion und ich sammle die auch, weil ich finde die einfach wirklich schön. Da kriegst du ein Steifkuscheltier und ja, das macht Spaß. Ja, auf jeden Fall habe ich keine Nutella bekommen. Jedenfalls keine Aktions-Nutella, weil ich suche gerade Nutella für eine Aktion, weil da gibt es eine Bento-Box und die will ich auch haben. Mit sowas erwischt man mich. Ich gebe es zu, habe ich eine Schwäche. Ja, dann haben wir noch so Röhrchen gekauft. Röhrle, wie man es auch sagt, im Schwabeländle. So ein Röhrle aus Plastik, weil ich mag diese Glasdinger nicht. Und Metall mag ich auch nicht. Weil ich finde, Metall schmeckt ab. Und Glas ist mir irgendwie... schon wieder Leo. bei Glas habe ich irgendwie immer Angst, dass es mir splittert, weil ich ein Röhrchen-Nager bin. Ich gebe es zu, ich nag auf den Dingern immer gerne rum. Naja, auf jeden Fall haben wir dann halt noch ein paar Röhrchen gekauft. Das sind jetzt, glaube ich, 6 Stück oder vielleicht auch ein paar weniger, weiß man. Egal. Danach sind wir dann weiter und sind wir dann zum Herrn Pan. Den kann ich übrigens ultra empfehlen. Und ja, da haben wir uns dann Bubble Tea gekauft. Das war nämlich unser Ausflugsziel des Tages. Wir wollten Bubble Tea kaufen. Und ja, dann haben wir halt Bubble Tea gekauft, nämlich Brown Sugar. Der war gut, aber er war gut, aber er war jetzt nicht so, dass man viel davon trinken kann. Also irgendwie war er, ich fand sättigend, trifft es, glaube ich, ganz gut.
Ja, doch, ich glaube, sättigend ist das Wort, das es am besten trifft. Dann habe ich mir einen Wassermelonen, nee, Honigmelonen, Wassermelonen mit halber Süße und ein bisschen Eis. Nächstes Mal nehme ich wieder die volle Süße. Ja, das hat mir so ein bisschen gefehlt, das ist pappig. Pappig. Ja, und mein Papa hat sich einen Pfirsich, Pfirsich Bubble Tea geholt. Und ich hatte dann noch dazu ein paar Nudeln, so ein paar von den, ja, gebratenen Nudeln mit einer Soße. Ich sag jetzt nicht, welche Soße, weil ich habe voll Schiss, dass mir dann irgendeiner in die Kommentare schreibt, ob die sind nicht vegetarisch und ich die dann nicht mehr essen kann. Und auf die Soße verzichte ich nicht. Die Grundregel, wenn es etwas gibt in deinem Leben, wo du nicht weißt, ob oder ob nicht, und du es nicht genau zuordnen kannst, stell die Frage nicht. Weil wenn du es dann zuordnen kannst, kannst du es moralisch nicht mehr machen. Aber solange du es nicht weißt, kannst du es essen, so viel du willst. Das ist mein Lebensmotto. Moralisch auch nicht ganz koscher, ne? Naja, auf jeden Fall sind wir dann wieder nach Hause. Da haben wir dann den Bubble Tea getrunken und ja. Und dann habe ich meinem Papa später dann auch endlich mein Geschenk überreichen können. Und mein Papa hat sich so gefreut. Es war so eine kleine Dose mit Pfefferminz, also die war so mit Pfefferminz-Dingern drin. Und da stand dann First Dad und The One and Only. Und mein Papa hat sich so gefreut und er fand sie auch wunderschön. Und das fand ich toll. Da habe ich mich gefreut, dass ich meinem Papa ein schönes Geschenk machen konnte. Ja. Und so haben wir den Geburtstag und den Geburtstag von meinem Kanal heute verbracht. Und es hat richtig Spaß gemacht. War auch ein richtig schöner Tag so für so an und für sich. Ja. Und das. Ja. Ja, das war alles. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr eure Geburtstage so verbringt. Ihr könnt mir auch gerne auf Twitter oder Facebook schreiben oder eine E-Mail an diebell.retomatoutlink.com. Inzwischen sage ich immer atoutlink.com. Aber es ist outlook.com. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.